Gucken wir uns nochmal von KuchenTV das neue Video an. Let's go. Freunde, herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Am Anfang etwas in eigener Sache, und zwar findet am 20.05. ein Konzert von Twizzy und Cassius Clay in Köln statt. Kauft euch dafür auf jeden Fall Karten, das Ganze verlinke ich euch oben in der Beschreibung. Das war allerdings noch nicht die News, ich kann euch sogar noch zwei Gästelistenplätze verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen normalen Kommentar zu dieser Cake News Folge zu schreiben, egal zu welchem Thema oder was, und einfach euren Instagram-Namen am Ende einfügen. Dazu müsst ihr mir auf Instagram folgen, und ja, zwei Leute wähle ich dann aus und die schreibe ich dann an. Ich werde es auch nochmal posten, weil ich scam keine Leute. Und dann könnt ihr früher als alle anderen Gästen da kostenlos rein und noch ein bisschen mit uns chillen, quatschen und alles, was so dazugehört. Solltet ihr eine hübsche Frau sein, die Bock hat, dann schreibt das bitte dazu. Das wird natürlich bei der Verlosung mit eingebracht. Eventuell werde ich sogar mit Twizzy unsere JMA-Runden spielen, da schauen wir nochmal. Und auch Timothy, die ist am Start. Unter anderem auch meine Kollegen Manuel und Wuli. Vielleicht kennt ihr einer von euch. Also wäre auf jeden Fall nice, wenn wir uns am 20.05. in Köln sehen. Es gibt einen Skandal beim diesjährigen Computerspielepreis. Digga, dieser Preis wird. Ich habe das auch mitbekommen, ne? Das ist an Dämlichkeit nicht zu übertreffen. Das ist eigentlich der größte Witz 2023. Seit 2000 ist auch vollkommen egal, auf jeden Fall ist es ein Preis, der jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben wird. Unter anderem so Sachen wie bestes Spiel, bestes Entwicklerstudio und auch bester Spieler/Spielerin. Und dieses Jahr hat eine Person gewonnen, die den Preis wirklich auch... Haltet euch fest, wer gewonnen hat. ...zu 100% verdient hat, und was wirklich zeigt, dass man den Preis auf jeden Fall ernst nehmen muss, und zwar unsere Lieblingsinfluencerin Shoryoka. Digga, wer... Er hat da an der Bon gezogen. Wer ist das? Ich will dir aber mal eine Sache verraten. Das ist jemand, der dafür bekannt ist, nicht zu spielen. Sie ist nicht dafür bekannt, zu spielen. Sie spielt keine Games. Oder nur ganz selten. Sie ist für IRL-Content bekannt. Und hat den Computerspielpreis Spielerin des Jahres gewonnen. Also keine Ahnung, wer bei der Games-Wirtschaft da was gemeldet oder was zu melden hat. Aber das ist an Lächerlichkeiten nicht zu übertreffen. Davon mal jetzt abgesehen, dass diese Person nicht unbedingt bei mir Sympathiepunkte auslöst. Wird Kuchen vielleicht auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall schönes Foto von ihr. Das ist kein Spaß, sie ist wirklich Spielerin des Jahres geworden. Also mal ganz abgesehen davon, dass sie eine absolut toxische Person ist, die keine andere Meinung zulässt, die in ihren Streams sehr oft super hetzend ist, Hochmord betreibt, Falschinformationen verbreitet, ist sie auch einfach keine Spielerin. Auf der Twitch-Statistikseite kann man sehen, dass 52% ihrer Inhalte aus Just Chatting bestehen. Also kein Zocken, sondern sie quatscht da halt einfach mit ihren Zuschauern. Also ihr Hauptcontent besteht zu 52% aus Labern, und sie gewinnt den Preis. Das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Über die Hälfte der Zeit. Wenn man mal so... Hattest du mit ihr schon was zu tun? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Wort mit ihr geredet. Ich habe noch nie in meinem Leben in irgendeiner Art und Weise was mit ihr zu tun gehabt. Aber, was ich euch sagen kann, sie hat mich bei Twitter blockiert. Was mich herzlich wenig juckt. Ich kann euch aber eine Sache sagen. Es gibt so, und das darf ich ja sagen, auch wenn sie Twitch-Partnerin ist. Es gibt so gewisse Personen im Leben, und das Gleiche kann sie natürlich auch gerne über mich sagen. Ist ja ihr gutes Recht. Es gibt so Personen im Leben... Die hörst du zwei Sätze reden und denkst dir, boah, voll unsympathisch, Mann. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das war bei ihr dann in dem Fall auch so. Vielleicht war es bei ihr ja auch so mit meiner Person, deswegen hat sie mich blockiert bei Twitter, ist ja ihr gutes Recht. Aber ich kann mit ihrem Content, ihrer Meinung und ihrer toxischen Art und Weise überhaupt nichts anfangen. Abstand. So sieht, wer sonst so nominiert gewesen ist, dann sind es halt wirklich Kanäle und YouTuber, die sich komplett auf das Zocken spezialisiert haben. Sie wurde natürlich für diesen Preis kritisiert, ganz klar, weil sie es halt einfach absolut nicht verdient hat, diesen Preis zu bekommen, hat sich aber natürlich Shoryoka-mäßig wieder in die Opferrolle gestellt, und zwar hat sie dann Folgendes getweetet. Wenn du als Frau einen Preis für gesellschaftliche und politische Arbeit bekommst und Twitter danach brennt, weil anonyme Troll- und Hass-Accounts ausrasten und alles und jeden wegspammt, der was Positives dazu sagt, weißt du, wie wichtig die Arbeit ist, die du machst. Ich weiß nicht, was erschreckender ist. Die 2680 Leute, die das geliked haben, das finde ich schon sehr erschreckend. Oder ihre Aussage an für sich. Also, halten wir nochmal fest. Sie gewinnt den Community-Preis für Spiele spielen, und ihr Content besteht zu 53% aus Just Chatting. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du mit einem guten Gewissen, liebe Joker, diesen Preis entgegennimmst, wenn... alle anderen Leute, die nominiert worden sind, ihr Content zu 100% oder zu 90% aus Spiele spielen besteht. Da müsstest du doch selber mal merken, dass da ein Bug in der Matrix ist. Oder du kommst hier gleich in mein Zimmer reingelaufen mit der versteckten Kamera in der Hand und sagst, jo, war alles nur ein Prank.
Klar, es sind natürlich wieder alles Trolle und Hater, normale Kritik gibt es natürlich nicht. Beziehungsweise sie hat danach auch nochmal gepostet, dass es natürlich nicht nur... Und ich finde, was spielt das für eine Rolle in dem Fall, ob du den Preis gewonnen hast oder nicht und eine Frau oder ein Mann bist? Das spielt, du drängst dich selber so in die Opferrolle, es spielt überhaupt gar keine Rolle in diesem Zusammenhang. Es hätte genauso, unabhängig davon, dass deine Person natürlich eine kontroverse Person ist, wie meine auch in gewissen Art und Weisen, unter anderen Umständen würde ich mal sagen, spielt es überhaupt keine Rolle, dass du weiblich bist oder nicht. Es spielt einfach die Rolle, dass du nicht dafür bekannt bist, Spiele zu spielen, beziehungsweise, wie gesagt, statistisch gesehen, dein Content zu über 50% aus Just Chatting besteht. Auf einen Monat gerechnet unendlich viele Stunden sind, die du nur am Bubbeln bist, ist ja okay, ist ja bei mir genauso. Da haben es einfach die anderen Leute mehr verdient. Die Arbeit ist, die du machst. Klar, es sind natürlich wieder alles Trolle und Hater, normale Kritik gibt es natürlich nicht. Beziehungsweise sie hat danach auch nochmal gepostet, dass es natürlich nicht nur Troll-Accounts sind, die sie jetzt kritisieren, aber sie spielt damit einfach wieder die komplette Kritik runter, geht auch auf gar keinen einzigen Punkt ein, sondern stellt sich einfach mal wieder in die Opferrolle, natürlich wegen ihrem Geschlecht. Klar, das kann man natürlich immer machen. Auch eine weitere Person hatte getweetet, dass es ja jetzt nur daran liegt, dass sich Leute beschweren, weil sie eine Frau ist. Und ja, wahrscheinlich. Das ist halt einfach, es ist einfach falsch. Also es ist, also man kann es ja auch beweisen. 2021 zum Beispiel hat GNU diesen Preis bekommen, auch absolut verdient, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und bestimmt gab es irgendwelche Boomer bei Facebook, die sich darüber beschwert haben. Aber insgesamt gab es dafür keine Kritik, weil sie wirklich eine Spielerin ist, richtig, weil sie guten Content, richtig, macht und weil sie den Preis verdient hat, richtig, und nicht wie Shoyoka. Dazu stellt sich überhaupt die Frage, warum der Preis Spielerin des Jahres für gesellschaftliche und politische Arbeit vergeben werden sollte. Also es sollte doch die Person gewinnen, die den besten Gaming-Content macht, oder nicht? Finde ich wirklich absolut traurig, dass so eine Person überhaupt nominiert gewesen ist. Also, ja, finde ich einfach lächerlich. Der Preis ist einfach überhaupt nichts wert. Müssen wir nicht drüber reden. KuchenTV und Montana Black sind wieder Freunde. Ja, ich denke mal, ihr alle habt es ja mitbekommen. Früher hat Montana Black sehr viel auf mich reagiert. Dann hatten wir bereits vorher schon eine Diskrepanz, warum er aufgehört hat. Dann kam noch der ein oder andere Skandal dazu. Und ja, seitdem kam dann wirklich gar keine Reaction mehr. Das Ganze hat sich diese Woche einfach random geändert. Und zwar hat Montana Black auf meine letzten zwei Videos reagiert, und zwar das, was ich über Mois gemacht habe, und dann noch das über Manuelsen. Eigentlich ziemlich dumm, dass er genau jetzt angefangen hat, weil vor einer Woche habe ich in der Reaction das hier gesagt. Ich würde Montana Black so ehrenlos geben, wenn er wieder auf mich reagieren würde, ne? Würde ihm auch meine Freundin geben, wenn ich eine hätte, so, ne? Das wäre für mich auch in Ordnung. Ja, weiß ich nicht. Ein Mann, ein Wort, ne? Also, ja, melde dich einfach. In der Reaction... Alles gut, Digga. Ich habe da alles schon zugesagt. Ich habe das auch KuchenTV nochmal privat gesagt. Wir hatten da mal bei WhatsApp geschrieben. Fakt ist, dass seine, unabhängig davon, ob er Kontroverse hat oder auch mal den einen oder anderen Shitstorm gehabt hat, finde ich, sind seine Videos eine Bereicherung für YouTube. Und ich habe sie auch, wo ich sie nicht im Stream geschaut habe, privat geschaut. Manuelsen hat er dann auch das hier zu unseren Diskrepanzen gesagt. Warum wieder Kuchenvideos? Aber ehrlich, Abi. Ehrliche Meinung. Ich habe meine Differenzen mit Kuchen gehabt. Wir haben das geklärt. Ich habe ihn noch ein bisschen büßen lassen. Könnt ihr gerne die Statistik nachgucken. Als ich angefangen habe, seine Videos zu gucken, ist sein Kanal auch nach oben gegangen. Als ich aufgehört habe, seine Videos zu gucken, ist sein Kanal nach unten gegangen. Könnt ihr nachgucken in die Statistiken. Ist kein, bilde ich mir was drauf ein, ist Real Rap. Wir hatten unsere Diskrepanzen. Wir haben uns privat ausgetauscht, schon vor langer Zeit. Digga, der Hintergrund sieht echt schon ziemlich geil aus. Wenn ich das jetzt unten im Keller wieder sehe, sieht im Vergleich zu diesem Hintergrund hier, puh. Zeit oder vor einiger Zeit, haben alles geklärt. Und ja, wir hatten das bereits vorher privat auf jeden Fall geklärt. Ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, um was es da genau geht. Es ging auf jeden Fall darum, dass ich halt in einem Video ein oder zwei Informationen drin hatte, die einfach falsch waren, die auch nachweislich falsch gewesen sind, wodurch er aber hätte Nachteile bekommen können und er sich natürlich einfach gewünscht hätte, dass, wenn ich ein Video halt mache, vielleicht bei Frage, zumindest bei Punkten, wo es halt auch wirklich um krasse Sachen geht, sage ich einfach richtig mal, dass man das halt vorher irgendwie abklärt. Ich habe das zu der Zeit halt nie gemacht, weil ich immer Angst hatte, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem YouTuber gehe, unabhängig von Monte, und mit ihm über irgendwas rede, also ich zum Beispiel sage, jo, ich mache halt ein Video, weil du hast, ja, das würde keiner machen, aber du hast zum Beispiel Hundekot auf den Bus geworfen, dass man sich dann zu sehr manipulieren lässt. Grüße gehen raus an Z-Max. Im Übrigen, Z-Max, ich warte immer noch darauf, dass du erfolgreicher wirst als ich. Du hast es doch gecallt. Irgendwann werde ich erfolgreicher sein als Montana Black. Wo bist du? Ich merke davon nichts. Du bist irrelevant als ein Nichts auf YouTube. Wenn man die Person mag und am Ende die Kritik gar nicht mehr richtig rüberkommt. Ansage-Video von Z-Max incoming. Oh, sei ihm vom Herzen gegönnt. Soll er machen, Digga.
Aber natürlich bei so krassen Sachen mache ich das jetzt. Außer die Personen haben mich blockiert, aber das sind ja auch nur 80% von allen. Dazu sagt er dann auch noch das hier. Ich habe mir aber gedacht, nö, ich schaue noch nicht seine Videos. Aber um ehrlich zu sein, ich habe mir trotzdem privat immer seine Videos angeguckt. Richtig. Weil aus der Meinungsblogger-Szene finde ich KuchenTV mit am besten, am sympathischsten. Ich finde seine Meinung in den meisten Fällen eine sehr gute Meinung und auch als Zuschauer habe ich immer seine Videos privat geschaut und es ist für mich auch ein Mehrwert für einen Stream, wenn ich mit euch die Videos schaue. Richtig. Man ist immer up to date, man kann auch dann zu gewissen Themen seine Meinung äußern. Und dafür auf jeden Fall von meiner Seite aus auf jeden Fall Respekt an Monte, denn man muss ja sagen, dass mein Ruf immer noch nicht der beste ist. Klar, er wird immer besser, weil das ist auch alles schon lange her und ich mache auch einfach krassen Content, aber Monte hat ja per se erstmal nichts davon, auf mich zu reagieren. Er macht auch so seine Klicks und dafür auf jeden Fall erstmal Respekt an Monte, dass er da quasi wieder hinter mir steht. Ich weiß, by the way, von einigen anderen großen YouTubern, dass die privat auch meine Videos gucken, öffentlich aber niemals Props geben würden. Ja, wie gesagt, Digga, es geht nicht darum, sich gegenseitig den Jagd zu lutschen. Ich kann es einfach so sagen, so wie ich es schon mal gesagt habe. Ich finde, dass KuchenTV seine Videos immer eine Bereicherung für YouTube waren und dass er unabhängig davon mit der Thematik mit seiner Ex-Freundin auch einen krassen Werdegang hingelegt hat auf YouTube, auch von der menschlichen Veränderung. Am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass wir beide 69er machen. Ich sein Lutsch, er mein Lutsch, er liegt aber unten. Er liegt unten, hundertprozentig. Es gibt und auch wirklich positiv von mir redet, denn ich bin immer noch nicht der Beliebteste und es kann natürlich auch sein, dass man selber dafür so ein bisschen in der Kritik steht. Ich meine, so schlimm ist mein Ruf schon lange nicht mehr, aber gibt natürlich trotzdem noch viele Leute, die mich jetzt nicht gerade mögen und dann trotzdem hinter mir zu stehen, wenn man es auch gar nicht nötig hat, weil er selber hat davon nichts, er könnte auch anders seine Klicks machen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut und er hat natürlich recht, also Meinungsblogger technisch bin ich auch der Beste, ne? Das ist ganz klar. Und er hatte auch recht, meine Videos laufen seitdem tatsächlich deutlich besser und ich habe sogar das erste Mal in diesem Jahr Plus-Abos gemacht, meine Freunde. Das ist nichts, worauf ich mir was einwende, Digga. Aber als ich damals angefangen habe, auf KuchenTV seine Videos zu reagieren, Digga, Tim, du kannst das gerne nochmal in einem anderen Format nochmal einbinden oder wenn du auf das Video reagierst, was dazu sagen. Bin der Meinung, als ich angefangen habe, deine Videos zu schauen, regelmäßig, hattest du deinen besten Monat auf YouTube ever. Und als wir dann aufgehört haben, auf die Videos zu schauen, aber es kann auch noch sein, dass es da auch irgendwie mit dieser Situation mit Gina damals und so, auf jeden Fall danach war der Kanal dann aber... Aber wenigstens, ja, da hast du recht, wenigstens ist er ehrlich, natürlich, klar. Freitag habe ich tatsächlich plus 75 Abonnenten gemacht. Glückwunsch. Ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich doch nicht unter die Millionen rutschen, wenn es so weitergeht. Schade, ich wollte meinen goldenen Playbutton eigentlich gerne wieder abgeben. Danke, Bro, auf jeden Fall. Die nächste Elfbar geht auf mich. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch so ein Icebreaker für andere Streamer, wieder auf mich zu reagieren. Und in einem Jahr bin ich dann vielleicht bei Trimax Fußballmannschaft. Wo wir übrigens dabei sind, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Trimax hat ja nämlich eine eigene Fußballmannschaft, SSV Harztag. Und die machen ja aus den Spielen immer ein großes Event, wo man Karten kaufen kann und blabiblub, alles cool. Ja, dann gab es eine nicht so coole Szene und zwar meinte irgendwer so lustig zu sein, den Flitzer spielen zu müssen. Und Trimax hat das Ganze wirklich grandios gelöst. Ach, Flitzer. Wie ist eure Meinung zu Flitzern, Chat? Wie Trimax noch die Arme hebt, so nach dem Motto, war kein Foul, Schiri, keine Rote. Ja, er hat ihn wirklich einfach komplett umgehauen und das auch absolut verdient. Das ist einfach peinlich, jo, und wack, da aufs Spielfeld zu gehen, das Spiel zu stören und das muss halt einfach nicht sein. Ich habe da ja schon meine Meinung zu gesagt, aber wenn jemand im Sprint auf mich zuläuft, ich weiß nicht, was der von mir möchte und dann fällt das aus meiner Wahrnehmung in die Kategorie Notwehr, Selbstverteidigung und dann ist es wiederum legal. Also absolut nicht in Ordnung, was diese Menschen sich dabei denken, so den Platz zu stürmen und dass man dann irgendwie mit offenen Armen sagt, jo, Digi, komm her, wir machen ein Foto. Es ist, ja. Stelle auch, ja, cool von Trimax auf jeden Fall, diese Aktion. Bruder, meld dich, ich hole mir eine Gastspiellizenz und dann gehe ich als falsche Neun aufs Feld und Bruder, ich werde noch Torschützenkönig. Paluten musste wegen Schimmel umziehen. Ich meine jetzt aber nicht den Rapper und auch nicht das Pferd, sondern tatsächlich den Schimmel in der Wohnung, den keiner haben möchte. Paluten hat nämlich mal ein YouTube-Shorts hochgeladen und da hat er Folgendes gesagt. Seit circa anderthalb Wochen kann ich meine Toilette nicht mehr benutzen, denn bei mir ist wohl ein Rohr geplatzt. Hallo? Hier hinter ist wohl das geplatzte Rohr. Und hier sieht man auch, dass die Wand schon nass ist. Vielleicht ist es auch sogar schon Schimmel. Ich bin echt gespannt, was der Gutachter heute sagt. Kann er auch normal reden. Also ja, natürlich kann Paluten normal reden. Aber man muss, und das ist auch okay, Paluten passt seinen Content halt an, sagen wir mal, eine Zielgruppe von, ich weiß jetzt nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jahren so an. Vielleicht auch noch ein bisschen drüber. Und es gibt viele YouTube-Kanäle oder viele YouTuber extra so reden, um familienfreundlicher zu sein. Das muss man nicht fühlen.
Und das muss man auch nicht schauen, aber das habe ich schon ganz oft gesagt, Paluten ist einer der korrektesten YouTuber, die ich kennengelernt habe. Also Paluten ist ein sehr korrekter Mensch. Er zieht seit Jahren sein Ding durch. Seit Jahren macht er in Ruhe sein Ding. Und ja, er macht Kinder-Content, aber spielt doch am Ende des Tages keine Rolle, Digga. Sagt, weil im schlimmsten Fall muss ich umziehen. Weil wenn der Wasserschaden sich schon so richtig in den Boden und in die Wände rein... Wenn ihr denkt, ich oder Elias oder, keine Ahnung, Elotrix, wir sind erfolgreich. Das, was wir in einem Jahr machen, macht Paluten in 2-3 Monaten, Digga. Bei Paluten läuft, Diggi. Puh, wenn der will, der kauft mich und meinen Arsch. Eingefressen hat, dann muss hier alles aufgebohrt werden. Der Gutachter hat dann auch genau das bestätigt, was er in diesem Video auch nochmal gesagt hat. Ja, der Gutachter hat dann auch meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Boden, nass, Wände, vollgesaugt mit Wasser und ich kann schon mal ein bisschen spoilern, es hat sich Schimmel gebildet. Warte mal, wir können mal kurz nachgucken. Hier sieht man auch den Schimmel. Nee, das ist nicht irgendein Bild aus dem Internet, sondern das ist ein tatsächliches Bild aus meiner Wohnung. Das war der Schimmel widerlich in meinem Aufnahmezimmer. Das war der Grund dafür, dass er jetzt extra nochmal umziehen musste, denn der Zeitpunkt war jetzt nicht gerade gut, um ehrlich zu sein. Er lässt ja momentan ein Haus bauen, allerdings dauert das halt noch so rund 6 Monate. Das heißt, er musste sich jetzt für diese Zeit einfach eine neue Wohnung holen und deswegen kamen auf einigen Kanälen nicht so aktiv Videos wie vorher, weil er sich halt um den ganzen Umzug und die ganzen anderen Sachen kümmern musste. Bruder, dir auf jeden Fall alles Gute. Er ist aus der Wohnung raus. Gesundheitlich geht es ihm gut und wir kommen zum letzten Thema. Taddle hat nämlich eine neue EP rausgehauen und jetzt muss ich wieder Englisch reden. Die heißt Mathematic Rap Addict und da sind 6 neue krasse Tracks drauf. Ja, Taddle ist generell einfach, was das musikalische Talent angeht, ist der also wirklich Nummer 1 in Deutschland, oder? Knapp noch über Kollega, würde ich sagen. Auf jeden Fall hat er auch ein Musikvideo rausgehauen und zwar zu den Songs, das lese ich gerade nicht ab. Weil ich weiß, wo habe ich das hingeschrieben. Zu Rottweiler und Empty the Clip. Und da können wir natürlich mal ganz kurz reinschauen. Mega Flow, textlich auch richtig. Hat sich echt nicht schlecht angehört, Digga. Gut, auch die anderen Tracks. Ich habe mir jetzt das nicht alles bisher angehört, aber ich habe überall mal so ein bisschen reingelunzt. Und ja, einfach krasser Musiker. Krasse Flow, krasse Texte, geile Stimmung, geile Beats. Also wirklich eine richtig geile EP. Gibt es jetzt auf Spotify und Co. zu hören. Schaut da auf jeden Fall rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Gutes Video von KuchenTV.